Friesische Hauberg 1935. Er steht nicht in Nordfriesland, sondern in Nordschleswig, das seit 1920 zu Dänemark gehört. Im Mögeltönner Kog, Grenzland unmittelbar nördlich der neuen deutsch-dänischen Grenze. Grenzgang der jungen Grenzwehr bei Rutebøl. Seine reichsdänischen Mitglieder wollen eine sichere Grenze zur deutschen Nachbarschaft in Nordfriesland. Eine umstrittene Grenze Mitte der 30er Jahre. Sie trennt deutsche Dänen, dänische Deutsche, Deutsche und Dänen. Sie trennt auch Nordfriesen in Südschleswig von den Dänen und der deutschen Minderheit in Nordschleswig, das in Dänemark Sønderjylland heißt. Eine Grenze, die trennt, was auch zusammengehört. Sie überschattet die Geschichte von Friesen, dänisch Gesinnten und Deutschen in Nordfriesland zwischen 1864 und 1955. Wir bleiben im dänischen Grenzgebiet. Marschlandschaft bei Rutebøl. Mitte der 30er Jahre sind hier noch viele deutsch gesinnt. Der Flecken Heuer. Als diese Filmaufnahmen von Aktivisten der jungen Grenzwehr entstehen, gehört der einstige Fährhafen nach Sylt seit 15 Jahren zum Königreich Dänemark. Bei der Abstimmung 1920 ist man in Heuer mehrheitlich für einen Verbleib bei Deutschland. Die 1861 gebaute Heuer-Schleuse, das Flüsschen Wiedau, an dem die Grenze verläuft. Es ist ruhig und beschaulich geworden im Hafen hinter der Schleuse, seit keine Fähren mehr zur bei Deutschland verbliebenen Insel Sylt verkehren. Grenzverläufe. In der Marsch, hinter den Deichen bei Heuer, spricht man im Alltag Sønderjysk, ist aber deutsch eingestellt. Im Nordteil des ehemaligen Kreises Tondern herrscht dagegen dänische Gesinnung vor. Kleinbürgerhäuser in Heuer 1938. In dem Flecken und seiner Umgebung, dem äußersten Südwesten Dänemarks, leben zu dieser Zeit überwiegend Deutschgesinnte. 73% haben in Heuer 1920 bei der Abstimmung für Deutschland votiert. Der dänische Staat tritt seiner neuen deutschen Minderheit großzügiger entgegen als zuvor die Preußen der dänischen Bevölkerungsgruppe. Man schickt die Kinder auf deutsche Volks- und Realschulen, verkehrt in deutschen Vereinen und hofft mehrheitlich auf eine Revision des Grenzverlaufs. In der Wolfstraße, dänisch Ulgärde, in Tondern wohnen Spitzenklöpplerinnen. Am Marktplatz das älteste Haus Tonderns, ein spätgotisches Dielenhaus und die Christkirche. Die alte Apotheke von 1668. Dröses Haus in der Osterstraße, auf dänisch Östergärde. Und ein altes Haus in der Westerstraße Nummer 9, Westergärde, 1935. Vor den Dragonerstallungen der alten Kaserne sind Schützen angetreten. Hoher Besuch in der einstigen Kreisstadt Tondern. Der dänische König Christian X. wohnt einem Ringreiterturnier bei. Das Ringreiten ist ein altes bäuerliches Reiterspiel, das sich auch in Nordschleswig verbreitet. Unter Friesen und Deutschen in Südschleswig ist es bereits lange ein beliebter Volkssport. 1864 ändert sich viel im Lande. Durch die Einverleibung Nordfriesland, wenn man so will, durch Preußen, ist natürlich also auch von der Sprache her vieles verändert worden.
Kirchen- und Amtssprache war Hochdeutsch. Teilweise, vorher war es ja Plattdeutsch noch gewesen. Und durch Infiltration nach Norden ständig ist der Anteil der friesischen Sprache geringer geworden. Friesisch hat eine nahe Verwandtschaft, nicht sprachlich, aber als Volkssprache zum alten Sönderjütschen. Das wird populär Deutsch-Plattdänisch genannt, das ist abwertend. Das alte Sönderjüsk mit dieser Sprache hat es ja über 1000 Jahre zusammengelebt. Aber diese Sprachen haben sich nicht verdrängt, sondern die haben sich oft im Wortschatz ergänzt. Die reichsdänische Sprache kam erst 1945 nach Friesland. Das heißt, wir haben auf Sylt einen eigenen Dialekt und man behauptet ja heute noch, der Festlandsfriese könnte den Sylter nicht verstehen, der Sylter könnte den Amrumer nicht verstehen oder schlecht verstehen. Dann gibt es noch auf Helgoland das Halunder. Also alle Dialekte, die sind also heute noch wirksam. Heute ist das Söring auf Sylt, das Ferring auf Föhr und Amrum, Wielingharder Friesisch, Wieringhiert oder das Frasch hier auf dem Festland. Das wichtigste Identitätsmerkmal der Friesen ist ihre Sprache. Und das ist eine eigene Sprache. Was sind sie jetzt eigentlich? Das ist so eine Grundfrage der friesischen Geschichte. Es wurde den Friesen sehr schwer, zu einer eigenen friesischen Identität zu finden, weil sie immer gefragt worden, nein, das seid ihr nun? Denn oder Deutsche? Friesen, es gibt doch keinen friesischen Staat. Es gibt eine eigene friesische Sprache, also muss es doch auch ein friesisches Volk geben. Die Friesen haben immer verstanden, sich als Friesen zu fühlen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, denke ich mal, ist das etwas anders geworden, weil die Infiltration von Süden her viel stärker war. Der ganze Aufbruch, die Nachkriegszeit, der wirtschaftliche Aufschwung kam. Da war ganz was anderes wichtiger als die friesische Kultur und friesische Sprache. Mit Begeisterung pflegen die Eiderstädter ihre angestammten Spiele, heißt es im Begleitheft des 1929 entstandenen Stummfilms Eiderstedt, das Land der Eiderfriesen, der Nordmarkfilm. Das Ringreiten pflegen Friesen und Jüten, Deutsche und Dänen. Das Boseln vor allem Eiderstädter Friesen und Ostfriesen, aber auch Iren und Niederländer. In Schleswig-Holstein drehen sich die Bosler beim Wurf, ähnlich einem Diskuswerfer, um die eigene Achse und erzielen dabei Weiten bis zu 100 Metern. Tönning in Eiderstedt. Alle zwei Jahre schießen die Jungen der Kreisstadt im Schlossgarten mit der Armbrust auf einen hölzernen Adler und ermitteln so den Kinderschützenkönig. Auch im Jahr 1929 gibt es für alle schulfrei. Der Umzug der Kinderschützen. Der Kinderschützenkönig im Matrosenanzug mit der von ihm schon vor dem Beginn des Schießens erwählten Braut. Die geschmückte Lanze ist das Zeichen seines Sieges. Im Festzug durch die Straßen der Stadt tragen alle Jungen eine Lanze. Von der Kreisstadt mit den Nordmark-Filmern ins flache Land. Stattliche Gulfhäuser, in Nordfriesland Haubark genannt, beherrschen die Landschaft der Halbinsel Eiderstedt. Nicht ganz so stolz eine Karte an einem Sielzug. Die Siele sorgen für die Entwässerung des Landes, das nur wenig über dem Meeresspiegel liegt. Für den Gang über Land haben die Friesen eine eigene Technik, das Klotstockspringen, entwickelt. Am Binnendeich, die Häuser der Tagelöhner und Handwerker. Man sieht es den stattlichen Höfen nicht an. Auch in der fruchtbaren Marsch stecken die Bauern, als diese Bilder Ende der 20er Jahre entstehen, in einer schweren Krise. Blick auf Oldenswort. St. Marienkirche in Witzwort. Seit der Reformation ist ganz Nordfriesland evangelisch-lutherisch. Nur in Friedrichstadt und Nordstrand gibt es auch andere Konfessionen. Gepredigt wird nach der Reformation Niederdeutsch. Seit dem 17. Jahrhundert herrscht Hochdeutsch vor. Von Heide kommend durchqueren wir im Sommer 1924 den Osten Eiderstedts mit der 1885 bis 1887 gebauten Marschbahn. Zwischenstation in Husum.
Hier steht seit 1899 das Ostenfelder Haus, das älteste Freilichtmuseum in Deutschland. Wir passieren Brecklum und steigen in Niebel in die Kleinbahn nach Dagebüll um. Mit ihr kommen seit 1895 viele Sommergäste zum Fährhafen nach Föhr und Amrum. Nordfriesland ist eigentlich zunächst ein sehr abgeschiedenes Gebiet gewesen. Erst die Eisenbahn brachte dann einen entscheidenden Wandel. Es hat zunächst den Ausbau von Chausseen, also von Straßen gegeben und dann vor allem in den 1880er Jahren dann die Marschbahn, die dann Nordfriesland mit Hamburg verband. Diese Abgeschiedenheit galt für die Festlandsfriesen. Ganz anders war es auf den Inseln. Die Insulaner hatten durch die Seefahrt eben doch eine sehr starke Verbindung mit der Welt. Man kann sagen, das waren Insulaner und gleichzeitig auch Weltbürger. Badegäste aus der großstädtischen Welt bringt seit 1888 eine 4 Kilometer lange Inselbahn auf Sylt, zunächst vom Fährhafen Munkmarsch nach Westerland. Seit 1903 kann auch das spätere Prominentendorf Kampen mit einer Nordbahn erreicht werden. Das Haus Zapf in der Kurhausstraße. 1935 filmt ein Kaufmann aus Bremen seine Ferieneindrücke. Die alte Sturmhaube in Kampen. Und das Haus Cliffende. Die Dünen- und Heidelandschaft überragt der Leuchtturm Rotes Cliff. Im selben Jahr, 1935. Der Ballumer Hafen an der Westküste Nordschleswigs. Eine Fähre setzt auf Sylts dänische Nachbarinsel Rönn über. Kongsmark auf Rönn. Von hier geht es weiter mit der Pferdebahn zum Inselbad Lakolk. In den 30er Jahren sind die meisten der 800 Bewohner der Insel überzeugte Dänen und sprechen Sønderjysk. Vieles auf der Insel erinnert an die friesischen Nachbarn. Langsam entwickelt sich auf Rönn der Fremdenverkehr. Die Insel kommt 1864 zu Deutschland, wird aber 1920 wieder dänisch. Zu Dänemark gehören jahrhundertelang auch die nordfriesischen Nachbarn im Süden. Nordfriesland hat bis 1864 zu Dänemark gehört, genauer gesagt zum dänischen Gesamtstaat, der ja ursprünglich sozusagen übernational gewesen war. Verschiedene Völker, verschiedene Nationalitäten gehörten zu diesem Staat. Es kam 1848 zur Revolution, Erhebung genannt gegen Dänemark. Die deutschen Schleswig-Holsteiner wollten eben, dass ganz Schleswig, das eigentlich nicht zum Deutschen Bund gehörte, dass das nun aber doch mit Holstein vereinigt würde und man wollte sich dann einem deutschen Staat ja irgendwann anschließen. Diese Erhebung scheiterte. Es kehrte die dänische Regierung zurück. Und die wurde nun in der Tat als Pression als Zwangsregiment empfunden. Die Mühle von Düppel. Zu ihren Füßen entscheidet sich im April 1864 in einer Schlacht auch die Zukunft Nordfrieslands. Alles, was irgendwie deutsch empfunden wurde, wurde unterdrückt. Und so wurde 1864, also der ja von Bismarck ganz geschickt entwickelte Konflikt, wurde gewissermaßen als Befreiung empfunden. Veteranen des deutsch-dänischen Krieges von 1864 bei einem Hindenburg-Besuch 1927 in Hamburg. Also dieser deutsch-dänische Krieg 1864, der dazu führte, dass nun die jahrhundertelange Verbindung mit Nordfrieslands, mit Dänemark endete
und man nun erstmals zu einem deutschen Staatsverband gehörte. 1867 die Einverleibung in Preußen, 1871 dann natürlich die Gründung des Deutschen Reiches. Nun gehörte Nordfriesland also ganz und gar zu Deutschland. Viele Nordfriesen haben die Einverleibung in Preußen mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen. Vorher hatte der dänische Staat sehr viele deutschsprachige, kulturell deutsch ausgerichtete Bürger in seinem Land. Und nach dem Krieg war es umgekehrt. Da hatte der preußische Staat dann auf einmal sehr viele dänischsprachige und kulturell dem Dänischen zugewandte Bürger im Lande. Im Frühjahr 1930 filmt der dänische Arzt Hans Lorenzen aus Boff bei Padborg eine goldene Hochzeit in Ballum. Seit 10 Jahren sind die Gäste dieser Hochzeitsgesellschaft dänische Staatsbürger. Die Heimat des Festpaares ist 1864 für mehr als ein halbes Jahrhundert zu Preußen gekommen, einem Staat, der wenig Rücksicht auf Minderheiten und ihre Rechte nimmt. Auch in Nordfriesland sträubt man sich gegen den starken Zentralismus. So kam es dann ja auch zur Gründung der ersten friesischen Vereine. Also man hat den Wert der Heimat, der Kultur, der friesischen Sprache vor allem entdeckt, als diese Werte zum ersten Mal als bedroht angesehen wurden. Eiderstedter Frauentrachten in Tönning. Der erste nordfriesische Verein, der sich dann gründete, hat sich aber doch eindeutig als deutsch orientiert gesehen. Man wollte die friesische Kultur bewahren, man wollte sich vor allem auch mit der Heimatgeschichte befassen. Im Jahr 1902 ist dieser nordfriesische Verein für Heimatkunde und Heimatliebe gegründet worden. Es verneigt sich vor der Kamera im Sommer 1927 der Besitzer des Hotels Miramar in Westerland auf Sylt. Ungehalten fordert er seine Familie auf, ebenfalls hervorzutreten. Neun Jahre nach Kriegsende, im Jahr nach der Inflation, pflegt man im ersten Haus am Platze ein gediegenes Beherbergungsgewerbe. Die Hoteliers zeigen, es lässt sich gut leben vom Fremdenverkehr auf den Inseln in den goldenen Jahren der Weimarer Republik. Eine goldene Zeit der Inseln hatte der Walfang gebracht. Das brach aber etwa Ende des 18. Jahrhunderts ab. Und da ergab sich eben eine neue Erwerbsquelle, der Fremdenverkehr kam auf. Das begann ja ganz bescheiden und unscheinbar. 1819 das erste Seebad in Wiek auf Föhr gegründet. Nur wenige kamen zu Anfang, aber das Seebad wurde dann populär. Der dänische König machte dort eine Badekur. Hans Christian Andersen etwa besuchte ihn. Wiek auf Föhr wurde bekannt. Und vor allem Westerland auf Sylt, 1855 als Seebad gegründet, wurde dann ja Ende des 19. Jahrhunderts zu einem mondänen Seebad. Landwirtschaft, Handwerk, Seefahrt als wichtigste Erwerbsquellen, alle waren sie im 19. Jahrhundert in die Krise geraten. Und das hat mit dazu geführt, dass Nordfriesland ein Hauptgebiet der Auswanderung geworden ist nach Amerika. Hunderte, ja Tausende Nordfriesen sind ausgewandert. 1460, Riepen. Der König von Dänemark wird gleichzeitig Herzog von Schleswig und Graf von Holstein. Beide Gebiete sollen auf ewig zusammen und ungeteilt bleiben. Schleswig und Holstein sind nicht Teil des dänischen Königreiches, sondern werden vom dänischen König für die nächsten 400 Jahre in Personalunion regiert. Ausnahmen bilden dabei das Listland auf Sylt, die Insel Amrum und der Westen der Insel Föhr, die als Enklaven unmittelbar zum Königreich Dänemark gehören, also nicht zum Herzogtum Schleswig. Im Gegensatz zu Schleswig bleibt Holstein bis 1806 staatsrechtlich gesehen ein Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Es ist ein Lehen des deutschen Kaisers an den dänischen König.
Deutschland im Jahre 1815. Nach dem Fall Napoleons ordnet der Wiener Kongress die Landkarte Europas neu. Holstein, vertreten durch den dänischen König, wird Mitglied im Deutschen Bund, Schleswig hingegen nicht. 1864. Im Deutsch-Dänischen Krieg unterliegt Dänemark Preußen und Österreich und muss die Herzogtümer an diese abtreten. Auch die reichsdänischen Enklaven auf den Inseln fallen an Preußen. Damit endet die dänische Herrschaft über ganz Schleswig und Holstein. 1866. Preußen besiegt Österreich. Schleswig und Holstein bilden ab 1867 eine preußische Provinz, die auch die nordfriesische Region umfasst. Hier ist die friesische Sprache verbreitet. Etwa 9% der Einwohner im Norden der Provinz haben Dänisch als Muttersprache. Im Zuge der preußischen Verwaltungsreform entstehen innerhalb der Provinz Schleswig-Holstein im nordfriesischen Gebiet die Kreise Eiderstedt mit der Kreisstadt Tönning, Husum mit der Kreisstadt Husum und Tondern mit der Kreisstadt Tondern. 1871. Der König von Preußen wird Kaiser des Deutschen Reiches, dem als preußische Provinz auch Schleswig-Holstein angehört. 1920. Nach dem Ersten Weltkrieg entscheidet eine Volksabstimmung in zwei Abstimmungszonen über die Zugehörigkeit Schleswigs zum Deutschen Reich oder zum Königreich Dänemark. Die mehrheitlich dänischsprachigen Nordschleswiger in der ersten Zone stimmen für Dänemark. In der zweiten, zu der auch der Südteil des Kreises Tondern gehört, entscheidet sich eine große Mehrheit für den Verbleib bei Deutschland. Nach der Teilung des Kreises Tondern und der Abtrennung der ehemaligen Kreishauptstadt entsteht der neue Kreis Südtondern. Der neue Verwaltungssitz ist Nibel. Unter den Nationalsozialisten gehört Nordfriesland zum NSDAP-Gau Schleswig-Holstein. Sitz der Gauleitung ist Kiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Nordfriesland Teil der britischen Besatzungszone. 1946 entsteht aus der preußischen Provinz Schleswig-Holstein das gleichnamige Land. Seit 1970 bilden die ehemals selbstständigen Kreise Südtondern, Husum und Eiderstedt den neuen Landkreis Nordfriesland. Kreisstadt ist Husum. Ansonsten war Nordfriesland aufgeteilt zunächst in verschiedene Ämter, seit 1867 dann in verschiedene Landkreise. Es wurden damals die preußischen Landkreise Tondern, Husum und Eiderstedt gebildet. Im Kreis Tondern gab es ja im Norden dann eine dänisch gesinnte Bevölkerung, auch eine dänischsprachige Bevölkerung. Und das führte im Jahre 1920 ja dann zur Teilung des Kreises. Es war im Versailler Vertrag eine Volksabstimmung festgelegt worden. Und erstmals konnten die Menschen selber darüber entscheiden, ob sie bei Deutschland verbleiben wollten, wozu sie seit 1864 gehörten, oder aber ob sie zu Dänemark gelangen wollten. Und das hat dann im Kreis Tondern dazu geführt, dass der Nordteil sich für Dänemark entschied. Wobei die beiden Städte oder größeren Orte Tondern und Højer eine deutliche Mehrheit für Deutschland aufwiesen, eine Dreiviertelmehrheit für Deutschland. 1920 wird ganz allgemein noch jede Form von offensiver Werbung Propaganda genannt. In die Propagandaschlacht werfen die deutschgesinnten Schleswiger auch das neue Medium Film. Ist hier ein geborener Schleswiger, fragt der Titel der Meester Wochenschau, produziert in einem Hamburger Studio. Nicht nachgestellt der Kameraschwenk über das wirkliche Flensburg aus dem Herbst 1919. Aber vor dem Ausgang des Flensburger Bahnhofs schauspielern schon wieder Statisten vor der Kamera einen Empfang der anreisenden Exil-Schleswiger. Alles nur Kulisse und gespielt ist auch die Szene im Abstimmungslokal. Und so agieren die Darsteller mit der expressiven Schauspielkunst der damaligen Zeit. Prophetisch neigt sich die Waage.
Ihr verleiht jede Stimme Gewicht. In der zweiten Zone dann wurde eine sehr große Mehrheit für Deutschland erzielt. Etwa 80% stimmten für Deutschland. Der Kreis Tondern wurde geteilt. Es entstand der Kreis Südtondern mit dem Kreis Ort, Kreis Dorf, gewissermaßen Nivel. Das war für die damalige Zeit eigentlich eine sehr souveräne demokratische Entscheidung. Aus heutiger Sicht gesehen war es auch eine sehr nationalistische Entscheidung, denn man schuf eine Grenze, die war undurchlässig. Es war Dänisch auf der einen Seite und Deutsch auf der anderen Seite und dazwischen gab es nichts. Und danach, und das ist dann typisch wohl auch für die Situation der Friesen, musste man sich auf der einen Seite politisch formulieren und manifestieren. Und das war südlich der Grenze. Das war eigentlich der direkte Einfluss auf die friesische Bewegung damals durch die Grenzziehung. Da formierte sich dann die deutsche Minderheit neu, nördlich der Grenze. Und im Süden formierte sich die dänische Minderheit und die Friesen bekamen eine eigene Stimme durch den Friesk-Vereining. Der Vorsitzende der nationalen Friesen, Johannes Olsen, und sein Gegenspieler Dr. Rudolf Moos vom Nordfriesischen Verein. Zwischen beiden Richtungen entwickelt sich ein heftiger Konflikt. Die Friesen haben sich eigentlich in ihrem Wesen weder besonders deutsch noch besonders dänisch gefühlt, sondern sie waren in erster Linie Friesen, wobei die meisten allerdings den deutschen Kulturkreis als Hintergrund hatten. Die Abstimmung hat natürlich nicht alle Vorstellungen und Wünsche der Leute selber befriedigen können. Es ist eine gerade Linie gezogen, die Abstimmungsergebnisse aber sahen ganz anders aus. Besuch des Ortes Rapstedt in Nordtondern am 29. August 1937 durch das dänische Kronprinzenpaar Ingrid und Friedrich IX. In Dänemark kümmert man sich intensiv um den neuen Landesteil, der schnell assimiliert werden soll. Deshalb wird selbst die Einweihung eines Sportplatzes zu einer Dokumentation dänischer Gesinnung. Der Vater des Kronprinzen ist auch König von 25.000 Heimdeutschen, die ca. 15% der Einwohner des neuen dänischen Amtes Südjütland stellen. Sie senden bis 1943 immer einen Abgeordneten in den dänischen Folketing, der dort eine neue Entscheidung über die nationale Zukunft Nordschleswigs fordert. Der Nationalismus wurde auf beiden Seiten sehr stark betrieben, fast bis zum Exzess. Friesisch als eigener Faktor entstand eigentlich erst in diesen Zeiten mit der Gründung des jetzigen Friesk-Vereinings 1923. Das war der erste Verein, der Friesisch als eigene Größe propagandierte. Der sagte, es nützt nicht nur, Friesisch zu pflegen als Kulturgut, als Sprache, sondern man muss sagen, es ist eine eigenständige Größe zwischen den anderen kulturellen Faktoren des Grenzlandes. Man wollte das Deutsche und Dänische nicht ausschließen, aber man sagte, wir müssen darauf bestehen, dass Friesisch als eigenständiger Faktor gehandhabt, behandelt wird und auch so betrachtet wird. Die aber, und das hat dann zu wütenden Angriffen der deutschen Seite geführt, die mit der dänischen Minderheit zusammenarbeiteten. Das ist so weit gekommen, dass es zu einer großen Unterschriftenaktion hier gekommen ist. Mit 13.000 Unterschriften ist man nach Genf gezogen zum Minderheitenkongress, um dort zu demonstrieren, dass Nordfriesland deutsch ist, dass deutsche Kulturkreis zuständig ist und man sich nicht als Minderheit sehen wollte. Ausfahrt aus dem Hafen von Dagebüll im Sommer 1924. Jetzt folgt unsere Reise in die Geschichte Nordfrieslands und der Grenzregion den Zeitläufen. Durch die Dünen Amrums dampft die Inselbahn von Wittdün nach Norddorf. Nördlich von Norddorf entstehen ab 1888 auf Initiative von Pastor Friedrich von Bodelschwing christliche Seehospize. Beseelt von dem innigen Wunsche, auf Amrum ein christliches Bad zu errichten, um die einfachen Sitten und den Vaterglauben zu erhalten, betreiben die Bodelschwingschen Anstalten die Häuser für Kinder- und Familienerholung. Es geht anders als auf der Nachbarinsel Sylt, wo schon die Hüllen fallen, auch am Strand gesittet zu, wie der Film Ferientage auf Amrum von 1925 zeigt.
Er zeigt auch einen Ausflug mit dem Bäderschiff von Wittdün zur Hallig-Hoge. Hoge ist die zweitgrößte der 10 nordfriesischen Halligen, kleinen Inseln im Wattenmeer, die, wenn überhaupt, nur von einem niedrigen Deich geschützt sind. Alle großen Orte sind am Geestrand entstanden. Das ist kein Zufall, denn dort ist eine Verbindung zwischen einem sicheren Wohnplatz und dem kurzen Weg in die Marsch. Also die Marsch ist eigentlich das fruchtbare Land und das ist das wichtigste Produktionsmittel der alten Zeit gewesen. So. Und die Überschüsse aus der Marschenwirtschaft, das hat also auch die Händler angezogen und so. Und immer auf diesen günstig gelegenen Geestvorsprüngen sind eben auch städtische Orte entstanden. Zum Beispiel Leck im Norden oder Bredstedt und in Eiderstedt ist es Tönning und Garding. Größere Städte, die für Nordfriesland von Bedeutung waren, ist sicherlich Tondern gewesen bis 1920, bis zur Ziehung der neuen Grenze. Husum hatte vor allem Bedeutung durch den Viehmarkt. Es war nach Berlin und Hamburg der größte Viehmarkt in Deutschland und das hatte eine enorme Bedeutung für die Stadt. Es sind hunderttausende Rinder dort umgesetzt worden, der seine Bedeutung dann so etwa mit dem Ersten Weltkrieg aber einbüßte und ganz und gar dann später, als man das Vieh nicht mehr lebend vermarktete, sondern es eben geschlachtet wurde und erst dann weiter transportiert wurde. Der Hafen, also der hätte schon längstens Weltverkehr, wenn er etwas nasser wäre. So richtig große Schiffe konnten Husum doch nur sehr schwer anlaufen und das hat natürlich die Bedeutung des Hafens dann auch beeinträchtigt. Die Fischerei hat eigentlich erst sehr viel später, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, eine größere Bedeutung für Husum gewonnen. Die ersten Krabbenfischer, die kamen erst so kurz vor dem Ersten Weltkrieg nach Husum. Auch in Tönning gibt es Ende der 20er Jahre Krabbenfischerei. Ein Krabbenkutter bringt das Schleppnetz aus. Einholen des Fangnetzes. Jeder Krabbenkutter verfügt über einen Kessel auf dem Oberdeck. Die frisch gefangenen, nach Größe vorsortierten, bis dahin fast farblos blassen Krabben werden sofort nach dem Fang auf See gebrüht. Krabbenpoolen zum eigenen Verzehr. An der Küste nennt man die Delikatesse auch Porren. Am Mittag sind die Kutter heimgekehrt. Der Großteil des Fangs wird getrocknet, Kraftfutter für das Vieh, denn noch können die Krabben ohne Kühlung und schnelle Verkehrswege nicht frisch zu den Feinschmeckern gelangen. Die Volksabstimmung von 1920 hatte dann auch ganz wesentliche Folgen in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Über einen Damm nach Sylt war schon lange verhandelt worden, aber nun wurde das eben dann doch umgesetzt. Es war gewissermaßen den Syltern versprochen worden, dass sie nun mit einem Damm mit Deutschland verbunden würden. Und nun wurde eben der Dammbau forciert, der dann ja den Namen des Reichspräsidenten von Hindenburg erhielt und Hindenburg kam dann auch nach Sylt 1927, als der Hindenburgdamm feierlich eingeweiht wurde. 1. Juni 1927. Seit 2 Jahren ist Reichspräsident Paul von Hindenburg im Amt. Der bald nach ihm benannte Damm sorgt dafür, dass der Fremdenverkehr auf der Insel an Bedeutung zunimmt. Die wichtigsten Erwerbsquellen Nordfrieslands war die Landwirtschaft. Das ist bis weit ins 20. Jahrhundert hinein so geblieben. Noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren mehr als die Hälfte, fast 2/3 der Menschen in Nordfriesland in der Landwirtschaft tätig. Ein Industriegebiet ist Nordfriesland nicht geworden. Es gab nur wenige große Fabriken. Es gab eine große Werft in Tönning. Das war wahrscheinlich der größte Industriebetrieb überhaupt in Nordfriesland. Die Inselfriesen waren übrigens überwiegend Seefahrer.
Teilweise war ein Drittel der Bevölkerung auf den Inseln, auf den Meeren. Und während die auf dem Festland überwiegend Landwirtschaft betrieben. Gut Fresenhagen bei Leck im Restkreis Südtondern 1929. Ein landwirtschaftlicher Großbetrieb auf der Geest im selben Jahr. Der Kreis Südtondern heißt ein Dokumentarfilm, der 1929 die Landschaften südlich der neuen deutsch-dänischen Grenze, der Geest, der Marsch und der Inseln Amrum, Föhr und Sylt vorstellt. Die Ziegel werden getrocknet. Mergel ist ein kalkhaltiger Lehm mit 20-40% Tongehalt. Mergelgrube auf der Geest bei Ladelund. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wird in Nordfriesland der Mergel zur Melioration, zur Bodenverbesserung verwendet, um Heideflächen in Acker- und Weideland zu verwandeln. Nordfriesland ist die vielgestaltigste Bauernhauslandschaft in Schleswig-Holstein, weil hier eben so viele verschiedene Landschaftsformen aufeinandertreffen. Also eben Geest und Marsch, das haben ganz unterschiedliche Hausformen hervorgebracht. Eine Karte am Rande der Geest. Der typische Grundriss ist eigentlich der, dass es also mit dem Stallteil nach Westen gebaut ist, weil es den Wind auch mit abhält. Also früher lebten Mensch und Tier ja unter einem Dach und die Tiere waren also gleich so eine Art lebende Heizung auch für die Menschen mit. Dann gibt es einen Flur mitten durch das Haus hindurch und auf der Ostseite ist dann der Wohnteil. Frühjahr 1929. Deichschau im damaligen Kreis Südtondern. Deichgraf, Mitglieder des Verbandes und Vertreter des preußischen Domänen-, Rent- und Bauamtes begeben sich vom Hauptdeich in den Vorlandstreifen und prüfen das Deckwerk am Deichfuß. Deichvorland und Hauptdeich in Eiderstedt. Die zweite Deichlinie, das Deichen tut Not in Nordfriesland. Sturmflut ist ein Mythos, ein mythisches Bild, das Nordfriesland durch seine ganze Geschichte begleitet. Immer wie die Bedrohung durch den blanken Hans, wie wir ja sagen. Ja, die Hallig hat keinen ganzjährigen Deichschutz. Also es gibt auch auf den Halligen niedrige Deiche, sogenannte Sommerdeiche, die also für die Fluten, die da im Sommer anfallen, ausreichen. Aber wenn Herbststürme kommen, dafür reichen sie nicht aus. Unter Umständen haben die Halligen also immer auch mal wieder Land unter. Die Deiche werden instand gehalten. Es wird auch noch in kleinem Maße auch Landgewinnung betrieben. Deichbefestigung in Eiderstedt. Hinter der Hauptdeichlinie werden Grassoden gestochen. Über das Kopfsteinpflaster der Chaussee von Garding begeben wir uns durch die zur Dünenbefestigung angelegten Kieferwälder 1929 nach St. Peter und Ording an der Westspitze der Halbinsel Eiderstedt. ...1877 wird in den Dünen zwischen St. Peter und Ording das erste Hotel erbaut. Seit dieser Zeit wachsen die beiden Orte, die in den 20er Jahren noch selbstständige Gemeinden sind, immer mehr zusammen. Die Dörfer, einst das Armenhaus Eiderstedts, werden bald zu einem der größten Nordseebäder in Schleswig-Holstein. Vor allem bei Hamburgern sehr beliebt. 1929 haben St. Peter und Ording nicht ganz 1000 Einwohner. 1913 wird das erste Sanatorium eröffnet. Die Gardinger Kirche St. Christian erhebt sich auf dem höchsten Punkt des schmalen Eiderstedter Geeststreifens. Hügelan führen die Straßen des Städtchens zur Kirche und zum sie umgebenden Marktplatz. Hier liegt das Geburtshaus des Literaturnobelpreisträgers Theodor Mommsen. Die Stadt hat zu dieser Zeit nur 1500 Einwohner. Seit der Jahrhundertwende ist Garding keine Hafenstadt mehr.
Der Schiffsverkehr über die Süder- und Norderbootfahrt zu den Häfen Kattingsiel und Tönning wird nach dem Anschluss der Stadt an das Eisenbahnnetz 1892 eingestellt. Eiderstedter Heimatfest 1927. Themen beim Umzug sind das Ringreiten, die Landwirtschaft und Begebenheiten aus der nordfriesischen Geschichte. Im Festumzug stellt sich die Gesellschaft dar, wie die Kleinstädte Nordfrieslands prägt. Man lebt von den Erträgen des Landes, ist heimatverbunden, national gesinnt und wählt größtenteils die Kandidaten der demokratiefeindlichen Deutschnationalen Volkspartei. Der Turm von St. Laurentius in Eiderstedts Kreisstadt. Blick vom Kirchturm auf Tönning. Nur 18.000 Einwohner hat Eiderstedt, der kleinste Landkreis der preußischen Provinz Schleswig-Holstein. Die Norderbootfahrt, im Hintergrund das alte Versammlungshaus der Landschaft Eiderstedt. Wasserholen am Marktbrunnen. Die meisten der stolzen Bürgerhäuser in der Neustraße haben zu dieser Zeit noch keinen Anschluss an Wasserversorgung und Kanalisation. Das Esmarch-Denkmal an der Freitreppe zur Westerstraße zur Erinnerung an den großen Chirurgen, der 1823 in Tönning geboren wurde. Durch den Herrengraben zum Schlossgarten. Seit 1875 findet immer Anfang Juli in Tönning ein großer Pferdemarkt statt. Noch werden nur wenige Automobile und Lastkraftwagen eingesetzt. Man ist in Landwirtschaft und Transportgewerbe noch auf die Zugkraft der Warm- und Kaltblüter angewiesen. Erst wenn dreimal eingeschlagen wird, kommt der Handel zustande. Der Hafen von Tönning. Die Stadt liegt an der Eider, dem Grenzfluss, der Nordfriesland von Dithmarschen, Schleswig von Holstein trennt. Nordfriesland war einstmals eine Hochburg der liberalen Parteien. Eine Partei, die eine wesentliche Stütze der Weimarer Republik war in Nordfriesland, überhaupt nicht vertreten war. Das war das Zentrum, also die katholische Partei in der Weimarer Republik. Die Bevölkerung in Nordfriesland war zum allergrößten Teil evangelisch. Und so fiel eben das Zentrum in Nordfriesland als eine stabile Kraft der Weimarer Republik fort. Eiswinter. Im Januar und Februar 1929 leidet ganz Deutschland unter der Kälte. Vielerorts sinkt das Thermometer auf minus 30 Grad. Flüsse frieren zu, Züge verkehren nicht mehr, denn die Schienenwege sind unpassierbar. Das Wattenmeer ist für Wochen bis auf den Grund zugefroren. Als Ende Februar der Tauwind von Westen die Eismassen bricht, richten die Schollen an Sperrwerken, Deichen und Seezeichen großen Schaden an. Bald wird es auch in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht bitter kalt. Und die politische Radikalisierung macht sich sogar im unbeschwerten Sommerurlaub bemerkbar. Schmalfilmaufnahmen aus einem Nordseebad im Hochsommer 1932. Die meisten tragen beim spielerischen Strandvergnügen die Farbe des Sommers, weiß. Aber unter die Sommergäste mischen sich verlockend mit aufbauender Marschmusik die braun-roten Farben einer neuen Zeit. Auf Stimmenfang für die Reichstagswahl am 31. Juli, Männer der nationalsozialistischen SA. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde dann von den allermeisten Nordfriesen auch mit Begeisterung aufgenommen. Die NSDAP hatte in Nordfriesland enorm hohe Wahlanteile zu verzeichnen. Seit 1930, Höhepunkt waren dann die Wahlen im Jahr 1932 und 1933. Auch bei der Reichspräsidentenwahl wäre, wenn es nach den Menschen in Nordfriesland gegangen wäre, Hitler schon Reichspräsident geworden. Er hatte mehr Stimmen als Hindenburg. Es wurde dann ein Spitzenwert im Kreis Südtondern erzielt von 73,5% für die NSDAP, also ein enorm hoher Wert.
Hauptgründe waren natürlich dann auch die wirtschaftliche Struktur in Nordfriesland. Das hing damit zusammen, dass der Mittelstand und die Landwirtschaft gerade in der Weimarer Zeit in eine erhebliche Krise gekommen waren. Schnellzug aus Berlin. Durchs Marschenland zum Friesenstrand ist ein Kulturfilm aus dem Jahre 1935 betitelt. Endstation Liebel. Stülpe und Mole mit dem Strandhotel in Dagebüll. Weiterreise mit dem Bäderschiff nach Föhr und Amrum. Der Südstrand von Wiek. Man sieht es den Aufnahmen des Kulturfilms nicht an. 2 Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten reisen wir durch ein anderes Land. Die Südspitze von Amrum mit dem alten Wittdüner Kurhaus 1935. Nebel mit der Kirche St. Clemens. Auch in Nordfriesland regieren die Nazis fast ohne Widerstand. Wer keiner verfolgten Gruppe angehört, kann es sich, so scheint es, gut gehen lassen. Wie hier, in der Sommerfrische vor dem Friesenlädchen in Norddorf. Sonntäglicher Besuch aus Bremen, 1937 in Husum, die Neustadt. Großstraße mit Blick auf die Marienkirche. Eine andere Optik, denn diese Aufnahmen stammen nicht von professionellen Kulturfilmern, sondern werden mit der 8mm Amateurkamera gemacht. Häuserzeile mit dem damaligen Rathaus am Markt. Die Hafenstadt Husum mit seinerzeit mehr als 14.000 Einwohnern ist die größte Stadt in den 3 nordfriesischen Landkreisen, die zusammen nur etwa 105.000 Einwohner zählen. Es ist eine an der Oberfläche geruhsame kleinstädtische Welt, die sich hier in Familienbildern aus der grauen Stadt am Meer zeigt. Husum ist, wie ganz Nordfriesland, gleichgeschaltet. Gleichschaltung und Unterdrückung betreffen auch die friesische Bewegung. Die ganze friesische Bewegung, soweit es sie gab, wurde einfach abgeschaltet. Der nordfriesische Verein wurde gleichgeschaltet. Und der Vorläufer der Friesquereining, der friesisch-schleswische Verein, der wurde schlicht und einfach, ich glaube nicht mal direkt verboten, auf jeden Fall wurde er negliert. Die führenden Köpfe bekamen Schreibverbot, zum Teil Hausarrest und hatten keinerlei Recht mehr, sich zu äußern. Die Ziele, die der Verein hatte, das heißt, das Heimatbewusstsein zu stärken, das, was die Identität der Friesen ausmachte, zu erhalten und zu stärken, damit wurde ja auch argumentiert. Und die Friesen sahen dann im Grunde auch ihre, vielleicht bei den Nationalsozialisten, ihre Ziele am ehesten, am schnellsten verwirklicht. Während der NS-Zeit ist ja unser Verein, der Nordfriesische Verein, gleichgeschaltet worden. Und er hat geruht eine Zeit lang auch. Viele Persönlichkeiten sind ausgetreten. Jenseits der Grenze in Tondern verläuft die Geschichte in anderen Bahnen. Die deutschgesinnten Bewohner folgen jetzt mehrheitlich einer nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei Nordschleswigs und wollen heim ins Reich. Doch diese Hoffnung wird das Dritte Reich nicht erfüllen. Die Nationalsozialisten hatten versprochen, Arbeit zu schaffen. Und das taten sie auch in Nordfriesland. Der Arbeitsdienst wurde eingesetzt, etwa zur Ödlandkultivierung. Heideflächen wurden in landwirtschaftliche Nutzfläche umgestaltet. Also in vielen Orten wurden also Arbeitsdienstlager eingerichtet. Und tatsächlich wurden 8 Köge eingedeicht, 2 davon nach NS-Größen benannt, der Hermann-Göring-Kog, heute der Tümlauer-Kog und dann nach dem sogenannten Märtyrer der Nationalsozialisten nach Horst Wessel und das ist heute der Norderhever-Kog. Reichsarbeitsdienst beim Deichbau unterhalb des Hindenburgdamms in der Nähe von Klangsbüll 1937. Die Filmsprache verrät, die nationalsozialistische Propaganda versteht das Medium zu nutzen. Zum Reichsarbeitsdienst sind seit 1935 18-jährige Männer zwangsverpflichtet, bevor sie ihren 2,5-jährigen Wehrdienst antreten.
25. Juni 1939. Jahrestreffen der jungen Grenzwehr in Tondern. Denn Nazi-Deutschland hat aufgerüstet. Die dänische Mehrheit in Nordschleswig will nicht heim in ein großdeutsches Reich, das nach dem Anschluss Österreichs, des Sudetenlandes und des Memelgebietes auch ihr drohen könnte. Dänemarks Südgrenze wird mit solch demonstrativen Mitteln nicht zu schützen sein. 9 Monate später, am 9. April 1940, werden deutsche Soldaten durch Nordfriesland marschieren, die Grenze bei Süderlügum überschreiten und Dänemark besetzen. Über 2000 deutschgesinnte Nordschleswiger melden sich freiwillig zum Militärdienst in der Waffen-SS oder der Wehrmacht. 748 von ihnen werden fallen. Es gab ja nur sehr wenige Juden in Nordfriesland. Die einzige jüdische Gemeinde bestand in Friedrichstadt, die zur Zeit des dänischen Gesamtstaats sehr groß gewesen war. Es war zeitweise nach Altona die größte, auch in Schleswig-Holstein. Sie hatte dann in der Zeit des Nationalsozialismus unter den Verfolgungsmaßnahmen zu leiden. Es begann mit dem Boykott von jüdischen Geschäften. Und dann in der Reichspogromnacht brannte auch die Synagoge in Friedrichstadt. Ansonsten gab es Juden auf den Inseln natürlich, die in den Fremdenverkehrsorten sich angesiedelt hatten. Viele von ihnen sind dann eben auch Opfer des Nationalsozialismus geworden. Bilder aus Kriegszeiten. Kriegsberichterstattung. Am 19. März 1940 greifen 46 britische Bomber den Seeflieger Horst Hörnum im Süden Sülz an. Das verursacht nur leichte Schäden, auch wenn das Krankenrevier zerstört wird. Mit allen militärischen Ehren wird am 4. Juni der kanadische Pilot E.O. Fennell auf dem Westerländer Friedhof neben den ersten deutschen Opfern des Krieges beerdigt. Fennells Maschine wird beim Angriff vom 19. März über dem Lister Königshafen abgeschossen. Am 2. Juni treibt seine Leiche am Sylter Strand an. Die Aufnahmen für die nationalsozialistische Propagandaarbeit täuschen. So ritterlich wird der Krieg, der etwa 8000 Nordfriesen das Leben kosten wird, in den nächsten 5 Jahren nicht geführt. Die Inseln mussten ja den Fremdenverkehr damals einstellen. Vor allem die Insel Sylt ist zu einer Festung ausgebaut worden, mit Bunkern, Gefechtspunkten und so weiter an der ganzen Westküste entlang. Vor allem am Ende des Krieges hat es etwa in Husum oder auch in anderen Orten Nordfrieslands Bombenabwürfe gegeben. Aber das ist doch nicht mit Flächenbombardements oder Ähnlichem zu vergleichen. Also es ist eigentlich eine recht intakte Region hier verblieben, nur sehr wenige Zerstörung. Es kam dann gegen Ende des Krieges zur Errichtung von 2 Konzentrationslagern im heutigen Kreisgebiet Nordfrieslands. Es waren Außenlager des KZs Neuengamme. Sie sind errichtet worden in der Nähe der Stadt Husum in Schwesing und in der Nähe der dänischen Grenze in Ladelund. Friedliche Bilder aus unfriedlichen Zeiten. 1941, im dritten Kriegsjahr, entsteht ein Kulturfilm, der das Leben auf der Hallig-Langenest dokumentiert. Der Schiffer bringt den Postsack. Die beiden Friesinnen gehen zum gegenüberliegenden Nordufer, wo ihr Haus auf der Hunnenswarft liegt. Ungefähr 130 Menschen leben zu dieser Zeit auf Langeness, der größten Hallig im Wattenmeer. Die Bewohner betreiben vor allem Viehzucht und Milchwirtschaft. Aus einem Feting schöpft ein Marschbauer mit Hilfe eines Sodschwengels Süßwasser in den Tränktrog. Auf den Halligen gibt es keine Süßwasserquellen, sodass für Mensch und Tier das Regenwasser aufgefangen werden muss. Sommerliche Heuernte auf dem Metland, das anders als die Fenne, das Weideland, vor der letzten Heuernte im August vom Vieh nicht begrast wird. Die Fenne gehört der ganzen Warftgemeinschaft. Das Land zum Mähen, das Metland, wird jedes Jahr neu aufgeteilt.
Bauer und Bäuerin gehen durchs Watt zu einem Priel, um dort mit Hilfe eines Handnetzes, der Glieb, Krabben zu fangen. Nach dem Abkochen die Bäuerin beim Krabbenpoolen. Gefischt wird nur für den eigenen Bedarf. Norderstraße in Bredstedt, 1943. Post nach den Halligen ist der Titel des Werbefilms der Reichspost, der beweist, dass auch in Kriegszeiten die abgelegensten Regionen Großdeutschlands postalisch versorgt werden. Der kleine Hafen Bonsier. Zur Hallig-Habe trägt die Post sogar Trinkwasser aus. Das Postboot erreicht Oland. Die Halligen sind nur durch niedrige Sommerdeiche geschützt. Die Häuser stehen auf Erdhügeln, den Warften. Bei starken Sturmfluten wird das Halligland überspült. Dann herrscht Land unter. 1943, Heimkehr auf eine Hallig mit dem Postboot. Nordfriesland gehörte dann seit Mai 1945 zur britischen Besatzungszone. Sie haben dann auch, wie in der ganzen britischen Zone, relativ bald die Neubildung von Parteien nicht nur zugelassen, sondern auch gefördert. Die Sozialdemokraten konnten ja an ältere Traditionen anknüpfen und neu gegründet wurden dann ja vor allem die CDU. Als dieser Einbruch kam, dieser starke Einbruch kam nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Flüchtlingsstrom, war man wie früher auch Fremden gegenüber erstmal skeptisch. Aber Schleswig-Holstein insgesamt war ja mit der Aufnahme der Flüchtlinge und auch der Ausgebombten unheimlich überlastet, sodass die Einwohnerzahl sich praktisch verdoppelte. Zwei Barackenlager für Flüchtlinge gibt es seit 1945 in St. Peter-Ording. 1948 halten Filmamateure die Lebensbedingungen in einem der Lager fest. Hier fertigen die Bewohner als Beschäftigungsmaßnahme Hausgeräte und Holzspielzeug, das in der Umgebung verkauft wird. Sommerzeit, Eiszeit, 1953 in Tönning. Die Währungsreform 1948 und die Gründung der Bundesrepublik ein Jahr später bescheren auch Nordfriesland und dem Land Schleswig-Holstein ein Wirtschaftswunder. Wirtschaftswunderliche Bilder von Jungen in kurzen Lederhosen. Geschäftiges, ambulantes Treiben. Solche Bilder liefern die nun beginnenden besseren Zeiten. Professionell gemacht, Bilder vom 350-jährigen Jubiläum der Stadt Husum, ebenfalls im Jahr 1953. Umzug durch die Großstraße. Südschleswig und auch die drei nordfriesischen Kreise haben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch bewegte Jahre hinter sich. Man flaggt in den Farben der Stadt, den Farben Nordfrieslands, Schleswig-Holsteins und der neuen Bundesflagge Schwarz-Rot-Gold.
Dabei wollten noch einige Jahre zuvor viele Einheimische auch in Nordfriesland unter die Fahne Dänemarks. National desillusioniert entwickeln viele eine dänische Gesinnung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Bewegung, südschlesische Heimatbewegung, wie sie auch genannt worden ist, dann zu einer Massenbewegung. Ja, man kann sagen, die Mehrheit der Einheimischen in Nordfriesland hat sich für eine kurze Zeit dafür entschieden. Als sich dann die Verhältnisse nach der Gründung der Bundesrepublik stabilisierten, da ist man dann auch wieder zur deutschen Kultur, zur deutschen Ausrichtung zurückgekommen. Man hatte auch gesehen, wohin die Zugehörigkeit zu Deutschland geführt hatte. Zweimal schlimme Weltkriege, während Dänemark als friedlicher Staat gesehen wurde. Die nationalen Friesen haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg eingebracht in diese pro-dänische Bewegung. Auch die nationalen Friesen wollten in ihrer Mehrheit damals den Anschluss an Dänemark. Das friesische Volk ist existent zwischen dem Deutschen und dem Dänischen. Es ist eine eigenständige Kraft und Größe hier in diesem Lande und muss sich dann folglich auch politisch äußern. Am Aufbau und an der Zielsetzung des SSWs waren die Friesen wesentlich beteiligt, denn die SSW ist ja ursprünglich eine Minderheitenpartei, die die politisch-kulturellen und auch sprachlichen Ziele beider Minderheiten wahrnimmt. Aber der SSW hat schon aufgrund seiner Ziele bei einem gewissen Teil der Friesen immer Zustimmung gefunden, gerade bei den Friesen, die das Friesische als eigenständige Größe ansehen. Die dänische Sprache hat eigentlich im friesischen Sprach- und Kulturgebiet eine kleine Rolle gespielt, abgesehen vielleicht von den Inseln, wo es Einwanderung auch sehr viel gegeben hat von Jüten. Das änderte sich erst nach 1945, als eben die dänische Minderheit hier wuchs. Die dänische Minderheit, die auch heute in Nordfriesland vertreten ist, die meisten von ihnen sind deutsche Staatsbürger. ...1957. Abfahrt aus dem Husumer Hafen mit dem Fährschiff Pelvon. Der Leuchtturm von Pelvon. Einfahrt in den Pelvommer Hafen, Tammensiel. Szenen aus den frühen Jahren der Bundesrepublik, die heute schon wie alte Zeiten anmuten. Es filmt der Fremdenverkehrsverein Pelvon. Er vertont seinen 52 Minuten langen Streifen, den er den mehr als 1500 Pelvommern zum Kauf anbietet, nicht. Der Verein versucht, möglichst viele Pelvormer bei ihrer täglichen Beschäftigung mit der Kamera zu beobachten. Er lässt seine menschlichen Motive in die Kamera schauen. Und hält fest, was in der modernen Zeit, die jetzt auch auf den Halligen und Inseln Nordfrieslands anbricht, schon bald untergehen wird. Auf der 38 Quadratkilometer großen Insel, die einen Meter unter Normalnull liegt und von einem 25 Kilometer langen und noch 8 Meter hohen Deich umgeben ist, leben die Pelvormer damals wie heute nicht in größeren Ansiedlungen, sondern auf Warften und, über die ganze Insel verstreut, am Deich. Und pflegen auch damals ländliche Traditionen.
In geselliger Umgebung ein Kennzeichen der neuen Zeit, ein Kühlschrank. Noch nicht in jedem Haushalt, aber schon im Inselgasthaus. 1970 wird der Kreis Nordfriesland entstehen. Erstmals in der Geschichte vereint er, mit Ausnahme von Helgoland, alle nordfriesischen Gebiete. Aufbruch noch 13 Jahre, dann lautet das Kfz-Kennzeichen nicht mehr HUS, NIB oder TÖN, sondern NF. Schon vorbei, unsere Zeitreise zu Inselfriesen. Bewohnern des Festlandes und der Halligen im Wattenmeer. Reise in bewegte Zeiten, in Krieg und Frieden. Über die Jahrzehnte hinweg schauen sie uns an. Dänen, dänische und deutsche Südschleswiger, Friesen und ihre Sommergäste. Ein Blick in die Geschichte, auf die Gebräuche der Nordfriesen. Wir danken für die Gastfreundschaft.